Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesen Pressestatements nach den Gesprächen zur Fortsetzung der Corona-Kurzarbeit mit Finanzminister Gernot Blümel, Arbeitsminister Martin Kocher, Präsidentin der Arbeiterkammer Renate Anderl, dem Präsidenten des ÖGB Wolfgang Katzian und dem Präsidenten der Wirtschaftskammer Harald Mara. Herr Finanzminister, bitte. Grüß Gott, vielen Dank fürs Kommen zu so zeitiger Stunde am Montag in der Früh. Wir haben die letzten Wochen gemeinsam daran gearbeitet, was auch das Beste für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land in dieser ausgehenden Phase der Corona-Pandemie, aber auch für die Unternehmen in diesem Land sein soll, was die Fortsetzung und die Neuadaptierung der Kurzarbeit betrifft. Sie wissen, die Kurzarbeit war ja eines der wichtigsten und zentralsten Modelle zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Österreich. Einerseits ist es darum gegangen, möglichst vielen Menschen den Arbeitsplatz zu erhalten und einen möglichst großen Teil des Einkommens auch durch diese schwierige Zeit weiterhin zu garantieren. Andererseits war es auch eine wichtige Maßnahme, um den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, nach dieser Krise, nachdem die Einschränkungen wegfallen, schnell wieder aufsperren zu können mit dem gesamten Personal, um auch das Wachstum möglichst schnell wieder nach Österreich zurückzubekommen. Und ich glaube, wir können gemeinsam sagen, dass diese Maßnahme eine höchst erfolgreiche war in beiderlei Hinsicht. Sie war auch eine, die die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sehr intensiv unterstützt haben. Insgesamt sind 11 Milliarden Euro rechtsverbindlich zugesagt worden an Kurzarbeit und ca. 8 Milliarden Euro bereits ausbezahlt worden. Nun hat sich die Frage gestellt, wie geht es in einer steigenden konjunkturellen Phase mit dieser Situation der Corona-Kurzarbeit weiter? Wir haben uns darauf geeinigt, dass es eine Doppelstrategie geben soll. Das ist einerseits für die besonders betroffenen Unternehmen, also jene, die weiterhin über 50% Umsatzausfall haben im Vergleich zu der Vorkrisenzeit, weiterhin noch diese großzügige Corona-Kurzarbeit geben sollen, und zwar bis Ende des Jahres. Und darüber hinaus soll es ein Übergangsmodell geben bis Mitte nächsten Jahres für alle anderen Unternehmen, wo es darum geht, dass wir die einfachen Abläufe im AMS jetzt nicht verbürokratisieren, sondern die ähnlichen eingelernten Abläufe weiterhin möglich machen. Wir evaluieren dieses Übergangsmodell bis Mitte nächsten Jahres und dann wird es weitere Schritte geben. Vielen Dank. Herr Finanzminister, ich darf das Wort an den Arbeitsminister übergeben. Schönen guten Morgen, vielen Dank fürs Kommen. Die Kurzarbeit ist ja, wie der Herr Finanzminister gesagt hat, eine ganz wichtige Maßnahme gewesen in der Krise. Sie wurde auch von vielen Seiten gelobt, auch außerhalb von Österreich. Sie hat gut funktioniert, sie hat Hunderttausende Arbeitsplätze gesichert und jetzt im Aufschwung merken wir, dass die Betriebe, die sie genutzt haben, auch durchaus einen Vorteil daraus haben. Wir haben einen Aufschwung jetzt, dadurch wird aber natürlich auch ein konjunkturgerechter Ausstieg aus der derzeitigen Form der Kurzarbeit nötig, mit einem Sicherheitsnetz für gerade die Betriebe, die noch sehr stark betroffen sind. Ich freue mich daher, dass wir heute eine Einigung haben, wie die Kurzarbeit ab 1. Juli 2021 aussehen wird. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Finanzminister, bei den Spitzen der Sozialpartner für die gute Zusammenarbeit, die intensive Diskussion. Wir haben sehr, sehr fachorientiert, sachorientiert und evidenzbasiert argumentiert und versucht, die Lösung zu finden. Deshalb gibt es jetzt, der Finanzminister hat es gesagt, zwei Varianten der Kurzarbeit. Die Corona-Kurzarbeit, die großzügige Form, ist weiter für jene Betriebe verfügbar, die einen Umsatzausfall von mindestens 50% haben, wobei dieser Umsatzausfall gemessen wird am Vergleich des dritten Quartals 2020 zum dritten Quartal 2019. Also es geht darum, eine Zahl in der Vergangenheit festzumachen. Der Herbst 2029, was ja ähnlich wie der Herbst 2021 möglicherweise sein wird für diese Betriebe, um eben da keine Möglichkeit zu haben, das zu beeinflussen. Die Beihilfenhöhe, die Mindestarbeitszeit wird genauso sein für diese Betriebe wie in der Phase 4. Also bis zu 0% Arbeitszeit und auch die Möglichkeit, die Beihilfe voll zu bekommen. Das gilt auch für Branchen oder Betriebe, die behördlich geschlossen sind oder im Lockdown sind. Auch die haben Zugang zu diesem Corona-Kurzarbeitsmodell, das sehr großzügig ist. Es gibt also strengere Zugangskontrollen. Die Voraussetzung ist,
die behördliche Schließung oder ein Lockdown oder eben dieser sehr massive Umsatzverlust im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit. Das schafft für die Betriebe die Möglichkeit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter in der Kurzarbeit zu lassen und dann, wenn es wieder aufwärts geht, auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Betrieb gleich zu haben. Es gibt die zweite Variante, die allen Betrieben offen steht, ein Übergangsmodell bis zum Sommer 2022 mit reduzierter Förderhöhe. Die Förderhöhe ist dort 85% und es gibt eine Mindestarbeitszeit von 50%. Auch da gibt es natürlich Ausnahmen im Einzelfall und wir haben über ein paar weitere Dinge gesprochen. Es ist zum Beispiel über den Urlaubsabbau gesprochen worden, da gibt es detaillierte Regelungen. Es gibt auch im Einzelfall die Möglichkeit, zwischen den Kurzarbeitsphasen Personalabbau zu ermöglichen. Auch da geht es um die Frage, wie sich die Sozialpartner einigen. Und es gibt ein paar andere Dinge, die eben aus der letzten Zeit gelernt wurden, die es uns ermöglichen, diese Kurzarbeit in dieser reduzierten Förderhöhe so zu gestalten, dass sie, wie der Finanzminister gesagt hat, sehr einfach zugänglich sein wird. Sie wird sicher genutzt werden, sie wird aber sicher auch von weniger Betrieben genutzt werden, als das bisher der Fall war. Details dazu gibt es natürlich dann in den jeweiligen Pressemitteilungen. Ich glaube, wir haben eine sehr gute Lösung gefunden. Sie stellt sicher, dass im Aufschwung jetzt in den Branchen, wo es noch große Einschränkungen gibt, es weiter Absicherung gibt, gleichzeitig aber in den Branchen, wo es eben einen Fachkräftebedarf gibt, auch dieser Fachkräftebedarf nicht in der Kurzarbeit in anderen Betrieben sich befindet, sondern dass damit der Aufschwung auch maximal unterstützt wird. Vielen Dank. Danke, Herr Arbeitsminister. Frau Präsidentin, bitte um Ihr Statement. Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Der Herr Finanzminister hat schon angesprochen, wir haben die letzten Wochen wieder gemeinsam darüber gesprochen, wie kann es mit der Kurzarbeit weitergehen. Und es hat sich wieder mal bewiesen, wie gut die Sozialpartnerschaft ist und wie sie auch arbeitet. Natürlich gibt es in der Sozialpartnerschaft immer unterschiedliche Gegensätze, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man aufeinander zugeht und am Ende des Tages oder am Ziel sozusagen auch einen Kompromiss findet. Der ist heute gelungen, der ist gut und der ist auch für beide Seiten sehr, sehr wichtig. Kurzarbeit ist nach wie vor noch sehr wichtig. Warum? Wir sind nach wie vor noch nicht aus der Krise draußen. Das heißt, wir sind noch in der Krise. Wir wissen nicht, was nach dem Sommer passiert. Daher war es sehr, sehr wichtig, dass es hier wieder Modelle gibt, damit Unternehmen planen können, Betriebe planen können, aber vor allem auch die Beschäftigten hier Perspektive und Sicherheit haben. Kurzarbeit ist nach wie vor das beste Modell und für uns geht die Krise dann zurück, wenn die Arbeitslosigkeit sinkt. Und da sind wir noch weit davon entfernt. An der einen Stelle zum Beispiel Arbeitslosigkeit muss gesenkt werden. Auf der anderen Seite brauchen wir auch dringend Maßnahmen, um die Armut in diesem Land zu verhindern. Daher sind wir froh, dass es heute zwei Modelle gibt. Ein Modell, das wirklich darauf hinzielt, wenn es zu behördlichen Schließungen kommt, wenn es einen Lockdown gibt, dass es hier eine Möglichkeit gibt, für die Betriebe darauf zu reagieren. Und das zweite Modell aber auch etwas längerfristig zu sagen, wenn es andere Maßnahmen gibt, wo es dem Betrieb nicht so gut geht, die andere Lieferschwierigkeiten haben, dass es hier ein weiteres Modell gibt. Es ist eben auch vom Arbeitsminister angesprochen worden, Urlaubsabbau, ja, aber vielleicht hier schon angemerkt, wir haben das wirklich ganz klar und deutlich ausgesprochen, Urlaubsabbau nach wie vor nach Vereinbarung natürlich und nicht einseitig angeordnet. Aber selbstverständlich, wenn man längere Zeit sich in Kurzarbeit befindet, sagen wir auch hier, dann soll Urlaub auch abgebaut werden und nicht mitgenommen werden. Und ich glaube, wichtig ist das Modell, damit Beschäftigte Perspektiven haben. Denn auch wenn wir wissen, dass in der Zeit der Kurzarbeit viele Beschäftigten Einkommensverluste hinnehmen müssen, ist es doch der Vorteil zu wissen, wenn es wieder losgeht, dann habe ich einen Job und ich stecke nicht in der Arbeitslosigkeit fest. Daher herzlichen Dank, dass es heute gelungen ist. Ich glaube, ein gutes Signal nach außen, gesamt für die Wirtschaft. Danke, Frau Präsidentin. Herr Präsident, bitte. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich glaube, die Einigung über die Fortsetzung der Kurzarbeit ist keinen Tag zu spät gekommen. Wir haben viele Anfragen in den letzten Tagen und Wochen von Unternehmen, von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, von Betriebsräten, die gefragt haben, wie ist denn das, wie wird denn das sein?
wie geht das weiter mit der Kurzarbeit? Und der Grund ist, dass es natürlich auch viel Verunsicherung gegeben hat, weil die einen die Kurzarbeit schon sterben haben lassen und gesagt haben, brauchen wir eh nicht mehr, ist eh alles Paletti. Die anderen gemeint haben, naja, das ist alles viel zu großzügig und da haben sich die Betroffenen nicht ausgekannt, die Unternehmen nicht ausgekannt. Und daher war es uns und war es auch mir wichtig, dass wir möglichst rasch zu einer Einigung kommen. Ich glaube, das, was jetzt am Tisch liegt, ist eine gute Einigung. Es ist sowohl eine Einigung, die darauf abzielt, dass es viele Betriebe gibt, die nach wie vor massiv betroffen sind von der wirtschaftlichen Krise und von den Folgen der Pandemie. Für die ist das eine Modell, das der Herr Bundesminister Kocher vorgestellt hat, geschaffen worden. Und für alle anderen sozusagen als Übergang ein anderes Modell, wo man ein bisschen einen Selbstbehalt dabei hat, wo man hohe Mindestarbeitszeit hat, um sozusagen auch hier entsprechende Unterstützungen geben zu können, wenn es notwendig ist. Wir haben eine Reihe von Begleitmaßnahmen besprochen, diskutiert und auch vereinbart. Zum Beispiel, wenn jemand neu in die Kurzarbeit einsteigt, dass es ein Beratungsgespräch gibt. Wenn jemand von einer Kurzarbeitsphase in eine neue Kurzarbeitsphase gehen möchte mit weniger Personal, dass das zustimmungspflichtig ist durch die Sozialpartner, also auch durch die Gewerkschaft. All das werden wir jetzt auf der technischen Ebene noch im sogenannten Sozialpartnerpapier umsetzen. Aber insgesamt bin ich sehr, sehr froh, dass der Angriff auf die Kurzarbeit abgewehrt werden konnte. Und es hat diese Schüsse aus unterschiedlichen Richtungen gegeben. Ich bin sehr froh, dass die Nettoersatzrate für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach wie vor zwischen 80% und 90% ist und dass damit dieses Modell, wo am Anfang viele gesagt haben, ach, das wird sowieso nichts und das sich als Erfolgsmodell in der Krise herausgestellt hat, fortgesetzt werden kann. Wir haben einiges noch auf der technischen Ebene vor uns in den nächsten Tagen, aber ich bin sehr froh, dass die Einigung so zustande gekommen ist. Ich darf zuletzt den Präsidenten der Wirtschaftskammer zu Wort bitten. Sehr geehrter Herr Bundesminister, liebe Kolleginnen, lieber Kollege, herzlichen Dank, dass wir jetzt so zügig den Sack zumachen konnten. Ich glaube, es ist gut, dass die Bundesregierung gemeinsam mit den Sozialpartnern ein klares Signal aussetzt. Einerseits, wir befinden uns am Weg aus der Pandemie heraus. Wenn man so will, der Aufschwung für alle ist zum Greifen nahe, aber eben noch nicht für wirklich alle. Und für die kleine Gruppe, die noch länger braucht, denken wir an den Kongresstourismus, die Veranstalter, die Messebetreiber und viele, die an der Stadthotellerie von den internationalen Gästen abhängig sind, die brauchen einen längeren Atem. Und ich bin dankbar dafür, dass diesen Betrieben und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der längere Atem gegeben wird, weil auch die haben sehr viele qualifizierte Beschäftigte, die sie halten wollen und die sie auch dann, wenn es auch in dieser Branche, in diesen unterschiedlichen Branchen wieder ordentlich losgeht, wenn die internationalen Gäste wieder da sind, aus Asien, aus Übersee, diese Veranstaltungen stattfinden können, die Kongressen, die Messe stattfinden können, dass die dann auch wieder in die Beschäftigung kommen. Und ich glaube, für die ist es wichtig, an dem Modell der Corona-Kurzarbeit weiterhin allen Funktionalitäten beizubehalten, das umzusetzen. Damit gibt es für die Planungs- und Rechtssicherheit bis zum Jahresende. Dafür sind wir dankbar und auch dankbar dafür, dass wir das jetzt zügig in Richtung Mitte Juni fertig machen könnten, weil damit ist das ein klares Signal, das an diese Betriebe gegeben werden kann. Und ein Übergangsmodell geschaffen zu haben, das die grundsätzliche, relativ unbürokratische Systematik, die die Betriebe jetzt erlernen konnten mit ihren Beraterinnen und Beratern, auch beibehalten lässt, um dann in einem Jahr anzusehen, gemeinsam zu evaluieren, wie hat sich das bewährt. Und ich glaube, das ist in Summe eine sehr, sehr gute Lösung. Sie nimmt auf die Bedürfnisse der besonders betroffenen Branchen Rücksicht. Wir lassen niemand zurück. Und damit ist auch die Corona-Kurzarbeit weiterhin das Herzstück, auch für die Comeback-Phase, für diejenigen Betriebe, die noch ein bisschen länger brauchen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich darf nun um Ihre Fragen bitten. Herr Karabatschik, bitte. Ich hätte zwei Fragen, wenn ich darf, ich, wer immer. Die erste ist, Herr Minister Kocher, Sie haben gesagt, der Vergleich, das dritte Quartal 2020 zu 2019. Aber ich hätte gedacht, es muss um 2021 und den rückgehen. Da habe ich nicht verstanden. Und das zweite ist ja erst das dritte Quartal 2021. Naja, aber es geht erst ab Juli. Ja, aber ja, trotzdem, das dritte Quartal ist ja nachher. Ne? Okay. Man kann nicht alles verstehen im Leben. Meine zweite Frage ist, können Sie abschätzen, wie viele Betriebe bzw. Mitarbeiter in die großzügige Lösung hineinfallen dürften? Was ist denn Ihre Erwartung, wie viele Branchen und wie viele Betriebe das sein werden? Wir, wenn ich starten darf, wir haben eine Schätzung, dass
bis zum Ende des Sommers ungefähr 100.000 bis 120.000 Personen in Kurzarbeit sein werden. Wie viele davon tatsächlich in die Corona-Kurzarbeit fallen werden, in die großzügige Variante, dazu gibt es keine Abschätzung. Ich gehe mal davon aus, dass es die Hälfte ungefähr, gute Hälfte sein wird, aber genau wissen wir es nicht. Da müssen wir die genauen Untersuchungen abwarten und auch die Entwicklung abwarten, hängt ja auch von der Entwicklung ab. Der Umsatzausfall muss in der Vergangenheit liegen, weil sonst kann man praktisch den Umsatzausfall nicht als Kriterium nehmen. Wir haben ein Jahr in die Vergangenheit genommen, um auch zu verhindern, dass es Unternehmen gibt, vor allem kleinere Betriebe können das zum Teil, den Umsatz so zu gestalten, dass man gerade unter die Grenze fällt. Das ist jetzt nicht möglich, das ist alles schon passiert. Das heißt, die Betriebe haben auch Planungssicherheit, das ist damit ein wichtiger Punkt, und wissen, ob sie Zugang haben zur Corona-Kurzarbeit oder nicht. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Ja, die Dame. Bettina Heibern, Impuls 24. Herr Blümel, die erste Frage, gibt es schon Einschätzungen, wie viel das denn kosten wird? Weil diese großzügige Variante, die gilt ja bis Ende des Jahres. Wie viel mehr werden da die 11 Milliarden reichen? Ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich nicht. Herr Kocher, weiß man schon, wie viel zusätzliche Arbeitslose man mit Ende Juni rechnet? Weil einige Menschen werden ja dann aus der Kurzarbeit quasi fallen und nicht sofort einen Job finden. Herr Mara, Sie haben vergangene Woche gesagt, ja, man will jetzt den Sack zumachen, und zwar schon am Dienstag eigentlich. Wieso hat es denn jetzt doch länger gedauert? Woran hat es sich gespießt? Und noch eine letzte Frage an Sie beide. Falls ein weiterer Lockdown kommen würde, es weiß ja momentan noch niemand, wie es im Herbst weitergeht, wären die zusätzlichen Arbeitslosen oder zusätzlichen Menschen, die dann auch in den Lockdown fallen, auch durch diese Kurzarbeit gedeckt? Also zunächst einmal hofft niemand, dass es zu einer solchen Maßnahme kommen muss. Und ich glaube, wir haben allen Grund, sehr optimistisch zu sein, denn der Impffortschritt schreitet voran. Und das ist die beste Maßnahme zur Bekämpfung dieser Corona-Krise. Klar ist aber natürlich, wenn sich die Situation verändert und schlechter wird, dass wir uns in mittlerweile bewährter Tradition natürlich wieder an einen Tisch setzen werden und über allfällig notwendige Maßnahmen sprechen werden. Das ist ja völlig klar. Ich darf mich da auch für das vergangene sehr intensive Jahr bei allen Kollegen der Bundesregierung, aber auch bei den Spitzen der Sozialpartnern für die gute Zusammenarbeit bedanken, auch bei der IV, die heute nicht da sein kann, die aber mit am Tisch sitzt. Denn das hat schon gezeigt, dass hier Österreich besser als andere Länder durch die Krise gekommen ist, andere Maßnahmen setzen konnte und auch schneller und großzügiger helfen hat können. Das heißt, wir hoffen nicht, dass es zu negativen Schritten kommt, aber falls doch, werden wir uns wieder an einen Tisch setzen. Zur Frage, was die Kosten betrifft, wie es der Arbeitsminister bereits gesagt hat, dadurch, dass noch nicht genau abschätzbar ist, wie viele das betreffen wird, ist auch die Kostenseite noch schwerer abzuschätzen. Faktum ist, dass bis dato ein Volumen von 11 Milliarden Euro rechtsverbindlich zugesagt worden ist. 8 Milliarden Euro sind geflossen, das heißt, es gibt hier eine Divergenz und dadurch auch noch Spielraum. Darüber hinaus haben wir in der erst kürzlich beschlossenen Budgetnovelle ca. 2,5 Milliarden Euro mehr für Kurzarbeit vorgesehen, auch für das Jahr 2021. Und insgesamt glaube ich, dass wir hier das Auslangen finden können. Die genauen Berechnungen laufen aber auf Basis von dieser neuen Einigung. Zur Frage, ob es zusätzliche Arbeitslose geben wird aufgrund dieser Regelung. Man muss, glaube ich, dazu sagen, ganz am Anfang, dass sich ja in den letzten Wochen der Arbeitsmarkt doch in vielen Bereichen entspannt hat. Und ich glaube, die Kurzarbeitsregelung jetzt mit diesen zwei Varianten geht genau darauf ein. In den Bereichen, wo es noch keine Entspannung gibt, gibt es die großzügige Kurzarbeitsregelung, die Corona-Kurzarbeit. Da erwarte ich keine zusätzlichen Arbeitslosen oder nur sehr wenige. Und in den Bereichen, wo es einen Aufschwung gibt, da gibt es ja auch, wir haben es gesehen letzte Woche, einen Rekordstand an offenen Stellen mit über 100.000 offenen Stellen, die beim AMS gemeldet sind. Da kann der Arbeitsmarkt, glaube ich, die Menschen, die vielleicht betroffen sind durch Arbeitslosigkeit, kurzfristig sehr rasch wieder aufnehmen. Also wenn man alles zusammennimmt, erwarten wir keinen großen Effekt. Genau das war ja auch das Ziel dieser Zweiteilung der Kurzarbeit. Wir waren uns im Großen und Ganzen schon vor dem Feiertag einig, aber es sind halt mehrere Ziele, die wir versuchen zu adressieren. Neben der Frage des Arbeitsplatzerhaltes für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Kaufkrafthöhe, damit die Möglichkeit auch Konsum weiterhin anzukurbeln, geht es auch darum, den Aufschwung jetzt so zu gestalten, dass er natürlich möglichst breit wirkt. Das heißt, dass wir diesen Arbeitskräftemangel auch bekämpfen. Und da ist die Frage der Fristigkeit des Instrumenteneinsatzes das Wichtige. Also sonst waren wir uns grundsätzlich überall einig. Der Teufel steckt halt im Detail. Ein paar kleine Schrauben haben wir noch ausdifferenziert und daher gibt es jetzt eine gute Lösung. Und ich bin eigentlich froh, dass wir uns die paar Tage noch Zeit gelassen haben. Es ist wirklich gut und sie wird eben auch denjenigen helfen, das ist ganz entscheidend, die sie noch ein Stückchen länger brauchen. Herr Schwitzer, führen Sie ihn bitte.
Erste Frage an den Herrn Mara bitte. Was hören Sie denn aus der Unternehmerschaft? Gibt es da ein großes Interesse, dieses Übergangsmodell zu nutzen mit dem Selbstbehalt? Und gibt es da auch Verständnis dafür, dass man jetzt eben den Selbstbehalt zahlen muss? An die beiden Minister die Frage, administriert wird das, nehme ich an, weiterhin vom AMS. Ist das schwierig für das AMS sozusagen auch diese Themen Umsatzrückgang dann einzukalkulieren oder gibt es da Unterstützung vielleicht aus dem Ministerium? Und dritte Frage an die Sozialpartner, ist dieses Übergangsmodell dann möglicherweise eben auch die Basis für das Kurzarbeitsmodell nach Corona? Es wurde gesagt, es wird evaluiert, aber ist das sozusagen in den Parametern das, was Sie sich vorstellen können, auch in der Zeit nach der Krise? Vielleicht darf ich gleich beginnen. Dort, wo es Unterstützung braucht, wird es die natürlich geben. Wir haben aber absichtlich bei dem Übergangsmodell darauf Wert gelegt, dass wir möglichst nah an der eingelernten Variante bleiben, weil die Unternehmen mit den Beraterinnen und Beratern das über die letzten 14, 15 Monate bereits praktiziert haben. Das heißt, da ist ein unbürokratischer Zugang uns auch wichtig gewesen. Die Phase für nach der Krise, nach dem Übergangsmodell, die wird noch zu diskutieren sein. Auf Basis der Ergebnisse des Übergangsmodells werden wir das entsprechend evaluieren und dann auch gemeinsame Entscheidungen treffen. Vielleicht ganz kurz zur Abwicklung. Natürlich wird das AMS weiter die Abwicklung der Kurzarbeit vornehmen, in bewährter Manier. Es hat sehr gut funktioniert. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom AMS, die jetzt in den letzten 15 Monaten Extremes leisten mussten bei der Kurzarbeitsabrechnung. Es wird jetzt im Laufe des Sommers hoffentlich weniger werden, weil die Inanspruchnahme nicht mehr so groß ist und das auch nicht mehr notwendig ist. Die Details, wie das genau gemacht wird mit den zwei Modellen, das schauen wir uns noch an, aber im Prinzip sozusagen orientieren sich beide Modelle sehr stark an der aktuellen Regelung. Das heißt, das ist administrierbar und dann geht es um die Frage der Auszahlungszeitpunkte und so weiter. Das sind technische Fragen, die noch geklärt werden in den nächsten Tagen. Ich möchte vielleicht zum Übergangsmodell noch ergänzen. Das Übergangsmodell, so wie es jetzt präsentiert wurde, passt für uns. Ob das ganz genau so oder in einer anderen Form die Kurzarbeit für danach ist, das wird, wie schon erwähnt, noch zu diskutieren sein. Der Punkt ist, Kurzarbeit brauchen wir in jedem Fall. Wir haben auch vor Corona Kurzarbeit gehabt in Österreich. Das haben halt nur ein paar Betriebe, ein paar wenige in Anspruch genommen. Aber im Moment haben wir ja das Zusammentreffen mehrerer Faktoren. Das eine ist Post-Corona und alles, was sich daraus entwickelt. Und das andere sind große Transformationsprozesse, Digitalisierung, Klima und daher auch große Herausforderungen für viele Betriebe, für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und da braucht es jedenfalls auch nicht nur, aber auch ein gutes Kurzarbeitsmodell, um allfällige Lücken und Schwierigkeiten überbrücken zu können. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen? Herr Karabatschik. Ich bin noch eine Antwort schuldig. Es gibt eine starke Nachfrage nach der Weiterführung des Herzstücks der jetzigen Kurzarbeit nach der Corona-Kurzarbeit, und zwar bei den besonders betroffenen Branchen, die es noch brauchen werden. Das ist evident, daher haben wir uns auch gemeinsam entschieden, das zu verlängern. Und was das Übergangsmodell betrifft, da schließe ich beim Wolfgang Katzian an, das ist eben jetzt ein Modell für Unternehmen, die es vielleicht aus Nicht-Corona-Gründen brauchen werden, genauso wie es auch vorher ein Kurzarbeitsmodell gibt. Wir wollten nur keinen großen Systemwechsel schaffen, weil das einfach wieder bürokratischen Aufwand erzeugen wollte. Und diese Bundesregierung und die Sozialpartner gemeinsam haben sich darauf geeinigt, es möglichst unbürokratisch im Sinne der Betriebe zu gestalten. Und ich glaube, das ist das ganz Entscheidende. Wie es angenommen wird, werden wir dann sehen. Karabatschek. Danke. Noch eine Frage. Wie schaut es mit Weiterbildungs- oder Ausbildungsmaßnahmen während der Kurzarbeit an? Wie wird das gefördert oder wie ist das vorgesehen? Vielleicht darf ich da starten und dann bitte um Ergänzung. Wir haben ja jetzt schon die Förderung der Weiterbildung mit 60% der Förderkosten in der Kurzarbeit. Das wird nicht weiter möglich sein. Wir haben auch gesprochen über eine mögliche zusätzliche Förderung von Weiterbildung während der Kurzarbeit, indem man dort dann andere reduzierte Förderhöhen ansetzt. Das wäre theoretisch möglich. Das wird auch in den nächsten Tagen noch technisch geklärt, wie das aussehen wird. Ich möchte vielleicht dazu sagen, mir ist das sehr, sehr wichtig. Wir haben es wirklich auch diskutiert. Die Frage ist ja da, wann setzt man es wie an? Und da braucht man noch einige Details. Die Eckpunkte hat der Herr Arbeitsminister schon genannt. Wahrscheinlich jetzt, wenn das mit 1. Juli in Kraft tritt, wird es ein bisschen mau mit Weiterbildung im Juli, August. Aber dadurch, dass wir längere Zeiträume haben,
wird es natürlich Möglichkeiten geben. Und ich habe zuerst schon gesagt, ich glaube, die Transformationsprozesse bedürfen viele Anstrengungen im Hinblick auf die Weiterbildung, vor allem für jene, die schon im Berufsleben stehen. Und daher würde ich das sehr, sehr gerne unterstützen, wenn es hier Möglichkeiten gibt. Wie gesagt, die technischen Details werden wir in den nächsten Tagen noch fixieren. Aber es soll sich jedenfalls auch für Unternehmen, die sich da engagieren, was die Weiterbildung betrifft, für die soll es sich auch rechnen. Die sollen was davon haben, wenn sie das tun. Dankeschön. Gibt es sonst noch Fragen? Wenn nicht, dann schließe ich diese Pressekonferenz. Danke. Danke. Vielen Dank.